Der US-Fastfood-Riese McDonald's gibt infolge des Krieges in der Ukraine sein Geschäft in Russland komplett auf. Nach über 30 Jahren in dem Land will McDonald's die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen. Das teilte der Konzern in Chicago mit. Das Unternehmen sei zu dem Schluss gekommen, dass jede Beteiligung an Geschäften in Russland nicht mehr haltbar und auch nicht mehr im Sinne der Unternehmenswerte sei. Bereits am 8. März hatte die Fastfood-Kette angekündigt, die Restaurants in Russland vorübergehend zu schließen. Die Markensymbole von McDonald's wird der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen dürfen. Für den Rückzug aus Russland wird McDonald's nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste.